Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin's wieder, Aubertin, und heute gibt's wieder ein kleines Replay. Wir haben heute einmal Brandish Maiden dabei gegen Cyber Dragon. Und wir gucken mal, wie das Duell so ausgeht. Ich hab's mir gerade angeguckt. Es geht anders aus, als man es eigentlich denkt. Es ist auf jeden Fall ein cooles Replay. Es passiert ein bisschen was. Also gucken mal, worauf er endet. Er holt quasi mit Ray, holt er Shizuku. Shizuku kann quasi dann was hinzufügen. Okay, er holt sich Engage. Engage ist immer eine gute Karte zu haben, weil das quasi Pull of Greed ist. Und jetzt der Cyber Dragon Player rastet richtig aus. Der Pot wird erstmal geasht. Okay, kann man so machen. Cyber Dragon, dann kommt der Panzer Dragon, Cyber Dragon. Das hier, das ist ganz wichtig. Nämlich der Eagle Booster, der verhindert, dass die quasi von Effekten getroffen werden kann. Das ist für gleich noch wichtig. Er baut jetzt erstmal seinen Core zurück, holt sich dann den Galaxy Soldier, damit er auf Infinity gehen kann. Und er denkt sich jetzt, er kann mit Infinity sie klauen, aber sie ist ja unaffected bei Effekten. Deshalb ganz cool gemacht, ne? Also jetzt mit dem Play war ganz cool. Jetzt baitet er quasi den Infinity Negate raus. Mit dem Effekt hier, damit er mit Engage quasi den Anker kriegt, damit der Pleiades kriegt, damit er drüber rennen kann. Dann kann er mit Area Zero den opfern, nicht eine Karte hinzufügen, kriegt Hornet Bit. Jetzt wird er quasi hier geasht, das ist natürlich schade. Aber er kriegt trotzdem den Wooder Anker. Wooder Anker ist nämlich eine sehr, sehr gute Karte. Zieht nichts Vernünftiges nach, holt mit dem Wooder Anker, greift an. Ja. Haut den Cyber Dragon wieder in den Grave rein, kriegt wieder ein paar Karten. Holt sich hier einmal Shark Cannon. Und hier kommt jetzt der Missplay. Hier, Shark Cannon ist halt so. Ihr könnt euch quasi Monster Special, wenn ihr genug habt. Er wird sich jetzt mit Soulcharge die zurückholen, die Monster. Er wird sich jetzt gleich Infinity holen, um ihn zu packen. Ist aber doof, weil er hätte sich lieber den Nova klauen sollen und den Death Specialen sollen. Oder den Nova nehmen und den Nova in Death Specialen sollen. Weil jetzt kann er mit dem Infinity ihn einfach klauen. Das hat er quasi wieder ein Infinity Life ist. Und der ihn quasi hier so ein bisschen in die Parade fährt. Das hat er trotzdem ganz gut gemacht, ne? Greift über den Galaxy Soldier an, rüstet sie noch aus. Kann man alles so machen, ne? Der Core wird geasht, hätte ich auch gemacht. Das ist wichtig. Monster Reborn holt Infinity zurück. Kriegt das Monster und greift für Game an. Also Cyber Dragon haben gewonnen gegen Brandish oder gegen Sky Striker, so heißen sie jetzt ja. Ich fand das war ein cooles Replay, auch mal zu zeigen, was Cyber Dragon auch noch so können, ohne jetzt schon den neuen Support, weil da ist keiner von den neuen Support-Karten drin gewesen. Ich hoffe, das Replay hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Ciao.